Ach, wie schön das ist. Truhenchaos aufräumen. Das ist ein epischer Moment, denn das war schon einige Male fällig. So. Der hier wird wohl zerfallen, während wir unten sind. Und hoffentlich bringt er uns schöne viele Setzlinge. Ja, was ich vorhin schon sagen wollte, Ursula hat mich darauf hingewiesen, dass wenn man mit der Glücksspitzhacke Getreide und Kartoffeln und so weiter erntet, dass man dann bessere Ausbeute kriegt. Ist das auch bei den Setzlingen so? Ich weiß, wenn man mit einer Axt mit Glück das macht, ja, das weiß ich. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, mit einer Spitzhacke Gemüse zu ernten. Wer macht das schon im Real Life? Mal Hände hoch. Gebt die Hände hoch. Was habe ich da jetzt? Ach so, die Eier. Ja, ich werde hier abgelenkt. Diese blöden Scheißfliegen. Entschuldigung, Stuhlfliegen heißt das natürlich. Ja, die Kiste habe ich mit Absicht mitgenommen. Nicht kichern. Das ist Sandstone Slab. Ja, müsste eigentlich unten in die Steintruhe. Aber Inventar ist schon wieder pickepacke voll. Ich mag das, pickepacke. Ich kann mir vorstellen, meine Freundin mag das gar nicht. Ich wollte eigentlich zwischendurch Bäume fällen, aber jetzt macht das gerade so viel Spaß, hier die Truhen umzuräumen. Ja, in der Tat, das macht Spaß. Endlich wird hier mal Ordnung gemacht. Und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich verdammt gut an. So, passen die zusammen? Ja. So, haben wir keine Loks mehr, haben wir nur noch bearbeitetes Material, ein paar Oak Planks, noch mehr Oak Planks. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich ein neues Mauspad brauche? Und dass ich ständig vergesse, mir eins zu kaufen? Natürlich habe ich das schon erzählt. Und das werde ich noch für die nächsten 100.000 Jahre erzählen. Und eines Tages wird dann auf meinem Grabstein stehen: Er hat ständig vergessen, er hat sogar vergessen, sich einen Grabstein zu kaufen. Ja, seltsamer Humor oder was, ne? Ja. Ja, ich kann über solche Sachen wie meinen eigenen bevorstehenden Tod gut lachen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass einige Leute dann auch gut lachen können. Ja, ich bin böse. Ich bin böse zu mir selbst vielleicht manchmal, aber das macht ja nichts. Ach, feiert ihr dann mit dem Weihnachtsbaum oder was? So. Ja, die Setzlinge. Ach du Scheiße. Das müssen wir ja auch noch. Ja, wollen wir jetzt mal erstmal anfangen hier? So, ist zerfallen der ganze Quatsch? Und dann können wir eigentlich. Guck mal, wir haben den rausgekriegt, den wir reingesetzt haben. Hier kommt nur Holz bei raus. Holz. Der ist gute Holz. Da habt ihr einen neuen Weihnachtsbaum, Freunde. Nein, der wird nicht gefällt. Also der da. Da ist noch ein kleiner. Den können wir mal zuerst fällen. Denn der zerfällt am leichtesten. Ja, eigentlich müssten wir rüber nach, nicht nach St. Ursula, sondern nach Honkheim. Weil da nämlich noch Dschungelbäume sind, die durchaus viel mehr Setzlinge bringen könnten. Und mir wurde aus unbestätigten Quellen berichtet, dass Dschungelbäume auch mehr Setzlinge außerhalb von Dschungelbiomen schmeißen. Das ist seltsam. Wenn das wahr ist, dann frage ich mich nach der Logik dahinter. Warum sollten Bäume in ihrem nicht heimischen Biom, wenn man das so sagen kann, mehr Setzlinge schmeißen als in ihrem angestammten? Tja. Hätte jetzt beinahe wieder was richtig Unkorrektes. Da könnt ihr mal jetzt raten, was das sein könnte. Ja, so, das wird jetzt erstmal hier eine Weile dauern, bis wir den. Was wird wohl für Musik spielen? Also, ich kann ziemlich ausschließen, dass es das neue Tubenwurst-Album, also das erste Tubenwurst-Album, mein neues Album sein wird. Denn ich werde es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr fertig kriegen. Das wäre vielleicht möglich gewesen, wenn jetzt diese beiden Aufnahmesitzungen nicht kaputt gegangen wären. Ach, da habe ich ja noch vergessen, vorhin was zu Ende zu erzählen. Nämlich eine Anregung von einigen Zuschauern. Da habe ich erzählt, dass halt die Anregungen nicht nur hier über YouTube-Kommentare, sondern die wenigsten kommen. Also, im vertraulichen Rahmen wurde ich doch gefragt,
ob ich nicht langsam mal die englischen Let's Plays einstellen möchte, weil ich ja eine überwiegende Anzahl deutschsprachiger Zuschauer habe. Das stimmt. Das stimmt, meine Freunde. Und ja, wäre ich ein menschenverachtendes, nur der Logik verbundenes Schwein, dann würde ich das tun. Aber ich habe mal so geguckt, wie viel Prozent ist es denn eigentlich? Und es sind immer noch 30-40% im Wandel von englisch, also nicht deutschsprachigen Leuten, die hier schauen. Und jetzt könnte ich sagen, alles klar, auf die kannst du mal geflissenen Kothaufen setzen. Der eine oder andere würde das wahrscheinlich auch tun, aber nicht ich. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich halt die Zuschauer, die da halt gucken, nicht enttäuschen möchte. Weil da gibt es auch den einen oder die eine oder andere, zum Beispiel Tamara, der Tamaras Farm gehört, die halt wirklich jetzt inzwischen mit diesem Let's Play sich irgendwie verbunden fühlen. Und da möchte ich nicht der fiese Honk sein, der da halt sagt, so von wegen, weißt du was, du bist mir mal egal, auf dich gebe ich einen großen Haufen. Das kann und darf ich nicht tun. Zudem ist es so, ich bin eigentlich ganz froh, diese Anzahl von Abonnenten zu haben und möchte jetzt nicht unbedingt einen plötzlichen Sturz von Abonnenten haben, auch wenn dieser nur in Anführungsstrichen wandelnde 30 oder 40 Prozent beträgt. Es hat auch was, da sind wir wieder bei der Depression, damit zu tun, denn ja, auch meine Psyche möchte momentan nicht unbedingt einen großen Erfolgseinbruch haben, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich verstehst du, was ich meine, du bist ja intelligent. Also insofern kann ich das derzeit gar nicht machen. Und ihr habt's in der Hand. Also, wenn tatsächlich der Zuwachs oder die Diskrepanz zwischen Erfolg und ja, halt dem, was ich da reinsetze, weiter so wächst, und sie ist schon groß, also ich meine, denkt nicht, dass ich darüber nicht auch schon nachgedacht habe, ganz einfach mal zu sagen, Tabula Rasa, oder ganz einfach zu sagen, ich könnte ja auch nur alle 2 Tage für England machen. Das würde wahrscheinlich der Anfang sein, also dass ich sagen würde, okay, also ich will auf jeden Fall das Morrowind Let's Play möchte ich noch zu Ende kriegen, aber dann ist da das Problem, dass das Minecraft Let's Play halt wirklich, ja, Morrowind ist eigentlich eine Liebhabersache, muss ich sagen, ne? Obwohl die Zuschauerzahl erheblich höher ist, als ich es erwartet habe. Denn schaut euch mal Wrong World an. Morrowind ist ein altes Spiel, ne? Ein richtig alter Kracher. Und hat eigentlich verhältnismäßig so viele Views. Wir kriegen hier wieder genauso viele Setzlinge raus, wie wir angepflanzt haben. Das ist doch krank. Ja, vielleicht sollte ich das wirklich mit der Glücksspitzhacke oder einer Glücksaxt machen. Das nächste, was wir craften, ist eine Glücksaxt. Wir haben ja noch gar keine Axt. Vielleicht kriegen wir ja eine Axt mit Glück. Mit viel Glück kriegen wir eine Axt mit Glück. So, ich will eigentlich nicht warten. Och, wir können dann ja eigentlich nochmal ja, einen Ausflug unten in die Truhenanstalt machen. Da stimmen die Hunde auch aus vollem Darm zu. Stein. Ja, wir haben hier auch Sandstein, der gehört eigentlich auch zum Stein. Oh, hier haben wir sogar noch Holz. Wo kommt das denn her? So. Und hier ist natürlich auch jede Menge Holz und Holzprodukte drin. Auch Stein. Warum habe ich das denn nicht rausgenommen? Cut Sandstone und Stein. Andesite. Jetzt sag's nicht schon wieder falsch. Warst vorhin gerade so stolz, dass du es gepackt hast. Nein, Emerald gehört nicht zum Stein. Granite auf jeden Fall. Wo hängen wir hier bloß die ganzen Triumphbanner auf? Ich meine, drüben in England
habe ich Alpha Seeds Fortress, also Alpha Seeds Festung. Da hänge ich die ganzen Triumphbanner auf. Nimm den mal hier raus. Ich schmeiß mal die 19 Fackeln kurzfristig weg. Ich habe da eben gar nicht geguckt, ob ich das aufgeheben habe. Ich hätte ihn eigentlich stehen lassen können, weil wir haben noch 4 Setzlinge bekommen. So. Ja. Immer dieses asige Inventargebamsel. Mojang. Sadistenfirma. Ja, aber irgendwas muss ja schwierig sein. Irgendwas muss dir das Spiel versauen. Und wenn es halt einfach nur ist, dass du deinen Kram nicht mitschleppen kannst. Danke, Moja. So, nö, also hier ist dann auch nichts mehr weiter gefallen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, also ich denke, das wird auch mit den Setzlingen irgendwann mal werden. Aber, naja, das wird noch dauern. So, was haben wir denn hier noch? Spruce-Locks. Jungle-Locks. Oh, so viel Jungle-Wood. So viel Dschungelholz. Sprich Deutsch! Noch mehr Dschungelholz. Ja, müssen wir bald eine Runde runtersetzen, den ganzen Kram. Ochsenholz. Also Oakholz. Ich müsste vielleicht mal kurz gucken. Ah, ne, ist Mittag. Mittag. Mach mal Tür zu, falls wieder grüne Pest draußen rumläuft. Ja. Erstmal der geschnippelte Kram hier. Schnuppel die Schnauz. Hier haben wir noch. Das ist ja das Raspoales Dschungelschild. Das muss ja eigentlich noch aufgestellt werden. So, dann haben wir noch. Hier ist die Steintruhe. Okay. Noch mehr Cobblestone heißt das. Cobblestone. Eigentlich heißt es ja Pflasterstein. Pflasterstein. Oder? Wie ist die deutsche Übersetzung von Cobblestone? Ich habe so selten die deutschsprachige Version von Minecraft gespielt, dass ich beim besten Willen nicht weiß. Sandstone. Ich will erstmal den Sandstein irgendwie hier unten mit reinfriemeln. Unten. Aber ich habe jetzt extra mal die Shift-Taste gedrückt, um auch wirklich alles von der Sorte mitzunehmen, damit das auch auf einen Stapel kommt, falls ich mal wieder irgendwie was auseinandergezogen habe. Sandstone. Ganz ohne Ordnung jetzt erstmal hier. Damit wir den Kram erstmal geschüsselt kriegen. So. Ich gucke nochmal runter, ob da jetzt doch noch ein paar 1-2 Setzlinge vielleicht gefallen sind. Nee, sind sie nicht. Ist was gewachsen? Nö, sind sie nicht. Ist hier oben was gewachsen? Nö, ist es nicht. Hallo Hundis. Ich sehe auch wieder, die Felder stehen in voller Blüte. So, hier haben wir auch noch Holz und den ganzen Quatsch. Ich schaue nochmal alles durch. Und dann müssen wir eigentlich schon wieder neue Truhen aufstellen. Nochmal alle durchgucken. Obsidian. Ja, nein. Obwohl es Holz ist, ordne ich es jetzt mal nicht unter Holz ein. Immer noch das grüne Holz hier. Ah, warte mal. Nein. So, Dele Etzadla. Nein, ich habe nicht wieder Drachenlord geschaut. Nein, das letzte Mal war mir Leere genug. Es wird auch so bald nicht mehr passieren. Ich weiß auch nicht warum. Also ich wüsste wirklich fucking nicht, warum ich das tun sollte, weil ja, da passiert ja auch nichts Neues, ne? Wenn da mal irgendwas Neues passieren würde auf der Drachenschanze, ne? So dass man sagen könnte, hey, Neuigkeiten, ne? Dann würde ich ja durchaus ab und zu mal schauen, aber Gott, wozu habe ich denn so viele von denen? Aber nein, es gibt einfach da nichts Neues. Ist nicht. So. Dann müssten wir eigentlich schon die nächste Lage hier ausheben.
oder hier gleich daneben setzen, das würde ich eher befürworten. Dann zeig doch mal her, wo ist denn der Schisselt? Der Schisselt ist hier. Den Sand, den packe ich mal hier oben in die Weichenmassen. Den packe ich hier mal in die Weichenmassen rein, da gehört der besser rein. So, dann mal den Schisselt hier hinter. Zack, boing, peng. Und Schaufel haben wir noch. Seid ruhig, Hundis. Hier wird Raketentechnik vollführt. Ach ja, Raketentechnik. Da fällt mir doch gerade was ein. Wir müssten unbedingt mal runter in die Monsterfalle gucken. Dort mal alles rausnehmen, was dort drin ist unter Umständen. Und dann müsste ich sehen, ob wenn ich hier arbeite, wenn ich hier arbeite, hier an diesem Projekt sozusagen, ob dann überhaupt irgendwas sich in der Monsterfalle tut. Das würde ich gerne wissen. Weil das wäre eigentlich ganz klasse, weil wir haben ja hier oben eine ganze Menge zu tun. Und wenn dann, also während wir hier oben rumeiern, da unten die ganze Zeit Loot reinmarschieren würde, das würde ich feiern. Das wäre geil. Da würde ich mir ein Glas Sekt drauf aufmachen. Ich mag keinen Sekt. Plörre. So. Und wenn ich mir dann auch noch überlege, dass es Leute gibt, die alkoholfreien Sekt trinken, dann sind wir wieder beim Thema vom Geburtstag. Ja. Auch so irgendwie veganes Steak, ne? Oder vegane Wurst. Da frage ich mich, warum muss es in Wurstform sein? Warum? Warum nicht in Blattform? Also wäre für mich um einiges logischer. So. Ich würde sagen, die werden wir erstmal wieder los. Und den Chiseled Sandstone nehmen wir mal mit. Aus Gründen. Was willst du da draußen? Digga, was willst du da draußen? Irgendwas passiert hier, irgendwas gewachsen, irgendwas. Ja, da unten ist ein Baum gewachsen. Das finde ich gut. Den sollten wir auch so schnell wie möglich wegätzen. Die nächste Truhe, die ich machen möchte, ist Mob Drops. Die geliebten Mopse-Dropse. Da wollen wir jetzt mal ganz genau schauen. Kohle ist kein Mob Drop. Das ist eventuell ein Mob Drop. Aber ich qualifiziere diesen nicht als solchen. Mob-Drop. Das ist auch kein Mob-Drop. Das ist auch kein Mob-Drop. Mob-Drop, Mob-Drop. Das könnte man als Mob-Drop... Halt, stopp! Ah, Alter! Nein! Was machst du, Kacker, schon hier? Alter. Und was meint ihr, sollten wir... Hund, du hast mich erschrocken. Ach, haben wir gleich noch Mob-Drop. Mopse-Dropse. War doch noch gar nicht so weit. Da, noch mehr Mob-Drop. So. Schissel. Was meint mit den Spinnenaugen? Ja, ich weiß, da kann man... Warum ist denn hier Fleisch drin? Das sind auch Mob-Drops. Das hier sind eigentlich alles Mob-Drops, aber die klassifiziere ich nicht als solche. Gucken wir unsere alten Botten hier. Mob-Drop. Da, schau. Den hier würde ich gerne wirklich rüberbringen nach St. Ursula. Ist mir das erlaubt? Darf ich das? Ja. Ich wundere mich die ganze Zeit, was kreiselt denn da rum? Wir haben doch da gar keine Bäume angepflanzt. Das kann doch gar kein Setzling sein. Wie kommt denn der da rein? So. Guck mal, wie viele Knochen wir hier haben. Alter. So, und dann, ich packe das mal hier in No Particular Order rein. Ist ja nun auch nicht wichtig. Noch nicht. Lotzenge. Was sagt der? Ja, stand da eben.
Ich würde wirklich den Braustand rüber nach St. Ursula gerne bringen, weil der da bleiben soll. Und wir den hier nirgendwo einsortiert kriegen.